Herzlich willkommen zum Part 2 von Karpfenjagd vom Schlauchboot, was bisher geschah. Im ersten Teil konnten wir bei herrlichem Sonnenschein die Boote quer über den See in unser Zielgebiet steuern. Danach machten wir uns mit Taucherbrille und Schnorchel auf die Suche nach den besten Spots. Die Futterplätze waren schnell angelegt und wir konnten die ersten Fische landen. Weiter. Viel Spaß! Fight!
Treibend als schwimmend machten wir uns schnell auf den Weg unter Land. Hinter einer Schilfspitze suchten wir Schutz, doch leider machte die GoPro auf der Hälfte des Weges schlapp. Routen mussten wir in der Eile zurücklassen, doch wie sich herausstellen sollte, war es nicht zu unserem Nachteil. Circa 3 Stunden mussten wir im Dauerregen unter Land ausharren, bevor wir unseren Platz auf dem Plateau wieder beziehen konnten. Das Unwetter hatte aber auch sein Gutes, und so dauerte es nicht lang, bis die erste Route abpfiff. Nach dem Tag haben wir uns ein ordentliches Stück Fleisch verdient. Dazu gibt es heute Spargel und Kartoffeln mit Sauce Hollandaise. Und wir hoffen ja immer noch, dass die Dicken in Wallung kommen und wir eine schlaflose Nacht haben. Bisher ist ruhig, aber mal gucken, ob der Regen was gebracht hat. Bisschen Klamotten trocknen und dann mal gucken. Und lecker? Immer frei. Dann genau das Richtige nach so einem Tag. Lass dir schmecken. Gleichfalls. Ja, hi. 4 Tage sind vorbei. Unsere Bootssession ist gelaufen. Boote sind gepackt, wie ihr seht. Sind noch drin und ja, gestern war ja das Unwetter. Wir haben auf dicke Fische gehofft und ja, wir haben auch noch 2 gefangen. Die zeigen wir euch jetzt gleich noch, aber der Morgen war sehr ruhig und jetzt über Tag kam auch nichts mehr. Und jetzt machen wir schnell noch Fotosession und dann geht's ab. Wir hatten auf alle Fälle 4 schöne Tage, haben uns gut verstanden, haben lecker gespeist. Oh, und insgesamt hatten wir jetzt 11 Läufe. 11 Läufe, ja. Plus 2 Steine. Plus 2 Steine, Tutonschleier hat der Typ gestern noch gefangen. Eigentlich denke ich ganz zufrieden sein dafür, dass ein neues Gewässer war. Ein bisschen Pleiten, Pech und Pannen, aber das zieht sich halt mit so durch die Saison. Mal gucken. Wie hat Basti so schön gesagt, mal ist man der Hund und mal der Baum. Mal gucken, kommen auch wieder andere Zeiten. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Liken und abonnieren nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin. We'll be right back.
Fisch, Alter. Fehlt allen vielen Backkilos, aber geil ist der Fisch. Guckt euch mal die Schuppen an. Wahnsinn. Auch noch ein paar Sekunden. So, der Kollege kommt zurück. So, jetzt geht's ab zurück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.